Neu Corona-Schnelltestzentrum in der Drosberger Straße 25 in Altötting. Ohne Anmeldung und kostenlos schriftliches Zertifikat innerhalb von 15 Minuten oder gleich online anmelden, um Zeit zu sparen. Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, Samstag von 8 Uhr bis 11.30 Uhr. Bitte Personalausweis nicht vergessen. Markus, wir haben Freitagmittag. Es gibt eine neue Entscheidung in Sache 2G-Regel im Einzelhandel. Ja, die gibt es wirklich. Also vor eineinhalb Stunden hat es tatsächlich nur so ausgesehen, als ob heute nichts mehr kommt. Jetzt gab es eine Überraschung, und zwar wurde erklärt, dass der Spielwareneinzelhandel in Bayern als täglicher Bedarf zu zählen ist und somit der 2G-Regel entfällt. Es konnte leider kein Urteil erreicht werden, das wo jetzt den gesamten Einzelhandel irgendwo gleichstellt. Man hat halt hier den Spielwarenhandel definitiv jetzt auf meine Klage hin herausgestellt. Und das ist durchaus ein Ergebnis, wo ich natürlich jetzt für unsere Branche und für die ganzen Spielwarenhändler in Bayern absolut positiv ist, weil die jetzt ab sofort gültig keine 2G-Kontrollen mehr durchführen müssen. Und wie gesagt, zum täglichen Bedarf gehören. Der Rest des Einzelhandels darf bangen und muss selber seine Wege gehen. Hier hat das Gericht ganz klar differenziert, anders wie in Niedersachsen, wo man es allgemeingültig gemacht hat, hat man sich hier jetzt tatsächlich auf den Spielwarenhändler auf meine spezifische Klage hin geurteilt. Kannst du mit dem Urteil so leben? Bist du? Natürlich, ich bin wahnsinnig erleichtert mit dem Urteil. Für uns ist das jetzt bahnbrechend. Wieder ein Weg, ein Stück weit Weg dorthin, wie es zuvor war. Wir freuen uns jetzt, dass wir ab morgen oder eigentlich ab heute ja schon wieder ohne Kontrollen auskommen. Und ja, alle Mitarbeiter sind ja total happy, damit jetzt vorne nicht wieder dieser Kontrollpunkt da stattfinden muss und dass jeder einfach wieder freier sich bewegen kann und vor allem, dass wir halt alle Kunden wieder herzlichst willkommen heißen dürfen und kein Ablehnen zu brauchen. Gell? Also das ist für uns schon super und wir freuen uns jetzt tatsächlich, dass wir noch bis ja, die letzten Tage vor Weihnachten noch hoffentlich ein bisschen Normalität erleben können. Markus, das heißt jetzt im Klartext, Spielwarenschütze Nötting ist komplett offen, du bist täglicher Bedarf. Jeder kann zu dir jetzt kommen, ohne Test, ohne geimpft oder genesen und kann jetzt Spielsachen kaufen. Ja, genau so ist es. Also heute sind wir wieder so, unser Kontrolltisch ist bereits abgebaut, das Urteil halte ich hier in der Hand. Ich habe es auch bereits an unsere Verbundsgruppe weitergegeben, damit die auf jeden Fall die bayerischen Händlerkollegen schnellstmöglichst informieren können, damit die ihren Weihnachtssamstag noch vielleicht ein bisschen gerad biegen können, dass denen das sofort zugute kommt. Die Kollegen in der Region habe ich sofort persönlich informiert, wie ich das erfahren habe, um da einfach eine faire Situation zu haben. Und jeder kann kommen mit FFP2-Maske, wie es vorher auch war, und so ist es auch richtig und so machen wir jetzt weiter. Neu Corona-Schnelltestzentrum in der Drosberger Straße 25 in Altötting. Ohne Anmeldung und kostenlos schriftliches Zertifikat innerhalb von 15 Minuten oder gleich online anmelden, um Zeit zu sparen. Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, Samstag von 8 Uhr bis 11.30 Uhr. Bitte Personalausweis nicht vergessen.